Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, ich will es mal nennen, zu einem ersten Part eines Aufsatzguides, wo ich halt natürlich Visiere, Läufe, was gibt's noch, die Griffe, die Extras, vielleicht auch noch die Shotgun aufsetzen und vielleicht am Ende noch sogar eine Zusammenfassung irgendwie mache, also vielleicht so 5-6 Parts. Kommt unregelmäßig, also das kommt so dann mal, wenn ich so ungefähr Lust habe, damit ich auch diese 5-6 Parts zusammenkriege. Und wir fangen halt mit den Visieren oder auch den Optiken an. Und als erstes kommt das Reflexvisier. Das Reflexvisier gefiel mir in Battlefield 3 schon nicht so wirklich und bei diesem einen Kurztipps-Video ebenfalls kam es nicht so gut weg. Aus dem Grund, es ist einfach wirklich sehr groß, hat natürlich schon einen Punkt, mit dem man natürlich ein bisschen präziser zielen kann. Aber der Kreis in der Mitte ist leider sehr klein und das Visier halt eben sehr groß, weswegen das Sichtfeld sehr eingeschränkt wird. Das Cobra macht es dort deutlich besser. Es ist natürlich immer ein schönes Stück kleiner. Vor allem dieser Kreis außenrum, dieser Rand des Sichtfeldes so gesehen, ist deutlich kleiner. Und der Kreis selber ist größer. Also ich habe einen viel besseren Bereich, durch den ich durchschießen kann. Ob man jetzt diese drei Striche den Punkt bevorzugt, ist dann eigene Meinung. Ich finde, auf Distanz und bei hohem Rückstoß macht sich Cobra recht gut. Und sogar besser als das Coyote-Visier. Das Coyote-Visier ist insgesamt mein absoluter Favorit. Vielleicht nicht bei Waffen mit einem hohen Rückstoß. Da ist es manchmal so ein bisschen unangenehm. Aber von allen Waffen nimmt es, von allen Visieren nimmt es definitiv den kleinsten Bereich weg. Ist untenrum sehr klein und halt auch außenrum ebenfalls sehr dünner Rand. Man kann eigentlich recht gut durchgucken. Hier dann nochmal diese drei Visiere im Vergleich. Und man sieht natürlich das Reflex ganz links, wie groß es eigentlich ist. Und daneben halt das Cobra und das Coyote, welches doch sehr nah beieinander sind von der Größe her. Beide sind recht klein. Das Cobra nimmt nach unten hinweg ein bisschen mehr weg, also das wäre nicht so das große Problem. Das Coyote hat, die Außenränder sind ein bisschen breiter. Also die beiden nehmen sich nicht so viel. Das Coyote hat vielleicht ein bisschen mehr Sichtfeld, nenne ich es in dem Sinne mal. Da kommt es darauf an, ob ihr lieber mit einem Punkt spielt oder mit diesen drei Strichen. Der Unterschied ist halt eben minimal. Weiter zu den Holosights. Die sind ja eigentlich jetzt ja auch einmal Zooms und nicht mehr wie in Battlefield 3 ein wenig mehr. Dennoch möchte ich sie nochmal hervorheben, weil sie deutlich größer sind. Guckt euch jetzt mal hier das Holosight an. Dieses viereckige Bereich, der ist doch sehr klein und dafür nach unten rum dieser riesige Klotz und nach oben rum ein ultra breiter Rand. Das ist so eine Sache, ob man das wirklich so toll findet. Vielleicht zum Zielen, dieser äußere Kreis und die Punkte darunter noch machen vielleicht das Schießen auf Distanz so ein bisschen einfacher, aber insgesamt ist das Ding einfach riesig. Das russische Visier macht es da auch nicht viel besser. Denn dort ist vielleicht nur untenrum nicht ganz so viel Bildschirm so gesehen entfernt worden. Aber halt auch der Rand ist unglaublich breit und da oben drüber ist ja nochmal so ein kleiner Aufsatz dazu. Und das ist natürlich einfach mal, das kann mal den Gegner verdecken. Und außerdem sieht das Visier irgendwie nicht schön aus. Das HD33, also das chinesische Holovisier, ist untenrum nicht ganz so dick, wird nach außenrum ein bisschen dicker und fällt dann, wird danach halt wieder dünner so gesehen. Bietet ein ganz passables Sichtfeld, ist vielleicht in meinen Augen nur minimal besser als das russische Visier, die nehmen sich da nicht so viel. Die drei Visiere auch wieder im Vergleich, entweder würde ich sagen das russische oder das chinesische. Man sieht eigentlich sogar das russische macht sich ja nicht schlecht, hat halt einen sehr dicken Außenrand und dazu diesen Aufsatz da eben oben drauf, der nochmal ultra störend ist, nimmt dafür nach unten hinweg nicht ganz so viel, sieht zwar insgesamt nicht so schön aus. Kann aber auch mit dem chinesischen Visier schon mithalten. Ich favorisiere es dennoch, weil es irgendwie hat ein schönes Stil, mag ich von der Art her. Das amerikanische Holo ist halt einfach nur wirklich extrem groß und nicht so schön. Da gibt es noch so gesehen zwei andere Visiere. Wir fangen hier mit dem IRNV an. Das sorgt dafür, dass so gesehen normalerweise alles grün ist und alles, was so ein bisschen Wärme ausstrahlt oder einfach ein Feind ist, um es billig auszudrücken, wird so orange-gelblich angezeigt und damit hervorgehoben, aber auch nur auf eine begrenzte Distanz. Wenn der Gegner zu weit weg ist, ist das auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Dieses Visier hat dazu einen Einmal-Zoom und leider ist dieses Sichtfeld begrenzt. Und zwar nach außen rum habt ihr alles einfach nur schwarz, weil ihr guckt halt nur durch diesen Kreis durch. Und was halt drumherum passiert,
ist halt leider weg. Dann gibt es noch das Flare-Visier, das bietet im Gegensatz zum IRNV erstmal eine Schwarz-Weiß-Optik. Hat manchmal so einen leichten Schimmer beim Schießen und es hat einen 2x-Zoom. Vom Prinzip her ist es gleich mit dem IRNV, halt Gegner werden bestimmt hervorgehalten. Und was man noch zu diesen beiden Visieren sagen sollte, man kann durch Rauch durchschauen, was da sonst kein Visier kann. Dann gibt es die 3,4 Visiere, da haben wir erstmal das M145 der Amerikaner. Was ihr sehen könnt, es ist einfach unfassbar groß. Kann ich insgesamt eigentlich eher weniger empfehlen, sondern wir springen einfach mal direkt zu den anderen beiden. Die habe ich hier direkt nebeneinander gesetzt. Wir haben einfach rechts das der Russen und links das der Chinesen. Die sind immer noch groß genug, sind aber deutlich kleiner als das M145. Bei den beiden sieht man für mich persönlich, dass das der Russen etwas kleiner ist, vom was an Sichtfeld wegnimmt. Hat dafür, finde ich jetzt persönlich, nicht so dieses schöne Visierart, dieser rote Kreis, alles gefällt mir nicht so doll, da gefällt mir das der Chinesen besser. Vor allem, weil das nach links solche Anzeigen hat, die einen auf Distanz helfen können. Da ist es so ein bisschen auch wieder die eigene Art, was einem mehr gefällt. Ich wäre persönlich lieber der Fan der chinesischen Variante. Bei dem 4x-Zoom fällt wieder ein Visier raus und das ist natürlich hier das der Russen. Alter, das ist ebenfalls riesengroß. Das nimmt einfach so viel Sichtfeld weg. Da können richtig Gegner hinter verschwinden. Das klingt jetzt mal nach gar nichts, ne? Aber wenn der weiter weg ist, dann ist der Gegner wirklich hinter diesem riesen Rand und ihr seht den nicht. Deshalb fällt das erstmal raus. Da dann auch wieder die beiden anderen Visiere, die natürlich auch einen riesen Kreis bilden. Beide nehmen sich nicht ganz so viel. Persönlich da dann auch das ACOG. Große Gewöhnungssache. Man sieht hier auch wirklich im Vergleich, der Unterschied ist kaum bemerkbar. Man nimmt ihn eigentlich quasi nicht wahr. Hier kommt es dann auch wieder drauf an, welche Visierart gefällt euch lieber. Also mögt ihr lieber dieses rote Dreieck des ACOG oder lieber dieses Art Kreuz des chinesischen Visiers. Dann gibt es ja noch die Sniper-Visiere, die ja alle den Effekt haben, dass man nach außen hin nichts mehr sieht, sondern nur noch diesen Kreis. Ich habe jetzt hier meinen Soldaten, der genau auf dieser Distanz steht. Und dann werde ich einfach mal alle Visiere kurz durchzeigen, wie genau man zoomen kann. Und vom Stil, natürlich, alle unterscheiden sich in irgendeiner Art. Jedes hat so eine andere Optik so gesehen. Aber man muss ja bedenken, jedes hat auch eine andere Zoom-Stufe. Und es geht einfach ja darum, welche Zoom-Stufe möchte ich haben. Ich persönlich wäre ja lieber für ein 6x-Zoom. Da habe ich diesen kleinen bisschen mehr Power als eine ACOG. Kann dafür mal ein bisschen mehr erkennen. Und von Art ist es auch nicht schlecht. Aber wer natürlich jetzt unbedingt Long-Distance-Sniping braucht, der nimmt dann halt das 20x-Visier und hat da ja auch keine große Konkurrenz. Ist aber, naja, ob man das braucht, ist letztes Mal dahingestellt. Da kommt es aber auf Distanz an und weniger auf das, wie sieht das Visier aus. Außer vielleicht zwischen dem 6x, dem 7x und dem 8x. Wobei ich da lieber zum 6x oder zum 8x greifen würde. Das war's mit diesem Visierguide. Hoffentlich hat es euch gefallen. Daumen hoch würden mir auf jeden Fall helfen. Rechts findet ihr meine letzten beiden Videos. Und haut rein, Leute. Ciao.